Hallo zum Backen und Kochen mit Stefan. Ja, es ist wieder soweit. Hier wird gleich gekocht. Heute machen wir lecker Pizza. Lasst euch überraschen. Wir machen heute die Urpizza, die Pizza Margherita, die einzig wahre Pizza, meines Erachtens. Dafür brauchen wir ganz wenig Zutaten, aber die sollten gut sein. Bitte darauf achten, wenn ihr die Zutaten besorgt, ordentliche zu kaufen. Beim Käse, es gehört meines Erachtens Mozzarella da drauf. Und wenn Mozzarella, dann Büffelmozzarella, denn der hat wenigstens Geschmack. Zusätzlich kommt bei mir noch ein bisschen Parmesan drauf und einen ganz tollen Bio-Basilikum. Der sieht schon klasse aus. Aber zuerst machen wir mal den Teig. Für den Teig habe ich schon mal vorab lauwarme Milch mit lauwarmem Wasser gemischt und darin ein Päckchen Frischhefe aufgelöst. Dann gebe ich Mehl, Hartweizengrieß, etwas Zucker und Salz sowie ein gutes Olivenöl dazu, vermische das Ganze zu einem kompakten Teig. Dauert etwa 8-9 Minuten, denke ich, und dann ist der Teig in der Küchenmaschine schon fertig. Wenn ihr so einen schönen Teig bekommen habt, vielleicht nochmal kurz durchkneten, dann mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort für etwa eine halbe Stunde gehen lassen. Ihr könnt auch den Ofen benutzen, den Backofen einfach auf 40 Grad einstellen und darin eine halbe Stunde ruhen lassen. In der Zeit, wo der Teig ruht, kümmern wir uns um die Soße. Dafür ein wenig Olivenöl im Topf erhitzen und darin fein gehackte Zwiebeln und fein gehackten Knoblauch leicht anschwitzen. Nicht braun werden lassen, einfach nur ein wenig anschwitzen. Nach etwa einer Minute geben wir etwas Tomatenmark und Paprikapulver dazu und rösten es ganz leicht mit an. Aber Vorsicht, nicht verbrennen lassen, sonst wird die ganze Sache bitter. Dann mit den passierten Tomaten ablöschen und dann können wir es auch schon würzen mit Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft und Zucker. Und dann habe ich so eine italienische Gewürzmischung. Ihr könnt natürlich getrocknete nehmen. Ich habe jetzt hier so gefrorene. Das ist hier von Iglo, gibt es bestimmt auch von anderen Firmen. Ich bevorzuge die gefrorenen, aber die getrockneten funktionieren natürlich genauso gut. Das Ganze dann bei mittlerer Hitze für ca. 15 Minuten leicht einköcheln lassen und dann ist die Soße auch schon fertig. Muss später nur noch püriert werden, muss sie aber nicht. Und die Soße ist bei mir genug eingekocht. Ich werde sie jetzt noch schnell pürieren und gebe dabei noch ein paar Blätter von dem frischen Basilikum dazu. Ja, schon fertig, dann können wir sie beiseite stellen für den späteren Gebrauch. Alles, was ihr nicht benötigt, könnt ihr natürlich auch gut einfrieren und für den späteren Gebrauch auf eine Pizza oder für eine schöne Soße, für die Pasta benutzen, kein Thema. Ja, ich mache die Pizza heute auf so einem heißen Stein. Der hier ist von meinem Raclette, das ist für mich auch eine Premiere. Ich möchte es mal ausprobieren, anstatt einen extra Pizzastein zu kaufen. In den Backofen, voll Power, Ober-Unterhitze und den Stein auf unterste Schiene legen und dann später den Teig drauf. So, der Teig ist jetzt bei mir gute 30 Minuten gegangen. Ich weiß gar nicht, wo er war, aber er ist wiedergekommen. Jetzt gebe ich ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, knete den Teig nochmal durch, dann in zwei Hälften teilen und ja, in Pizzagröße ausrollen. Ich kann das nicht so gut, ich bin nämlich kein Pizzabäcker. Das muss aber auch nicht so toll aussehen, hinterher muss es nur schmecken, das ist wichtig. Den fertigen Teig gebe ich dann auf eine leicht melierte Unterlage, womit ich den Teig dann hinterher ganz leicht auf den heißen Stein schieben kann. Ich habe leider so keinen großen Pizzaschaufel, sowas habe ich leider nicht, von daher muss das herhalten. Funktioniert aber wahrscheinlich auch. Den Teig dann ruhig nochmal eine halbe Stunde gehen lassen, bevor wir ihn belegen.
Nachdem der Teig eine weitere halbe Stunde unter einem Tuch geruht hat, können wir ihn fertig verarbeiten. Dafür gebe ich etwas Olivenöl auf den Rand, verschmiere es mit einem Pinsel ganz leicht, dann die Soße in der Mitte verteilen. Das bleibt natürlich euch überlassen, wie viel ihr mögt. So viel Soße kommt halt drauf, spielt keine Rolle. Darauf verteile ich den fein geriebenen Mozzarella. Darüber gebe ich noch etwas Parmesan mit der Reibe. Und erst wenn der, kurz bevor die Pizza fertig ist, 30 Sekunden bis eine Minute bevor die Pizza aus dem Ofen kommt, gebe ich frisch gezupften Basilikum darüber. Wenn ihr das vorher macht, verbrennt er und das wollen wir nicht. Dann kann das gute Stück auch schon in den Ofen. Ja, wie gesagt, voll Power, Ober-Unterhitze. Ich denke mal so 10 bis 12 Minuten, müsst ihr halt mal nachschauen. Nach 12 Minuten im Ofen sieht die Pizza so aus. Sie ist wunderbar kross geworden. Der Boden einfach herrlich auf dem heißen Stein. Hätte ich gar nicht so erwartet. Wollen wir sie mal anschneiden und dann auch mal probieren. Duften tut es schon mal hervorragend. Ihr seht, der Boden biegt sich nicht durch. Richtig schön kross. Aber heiß ist sie noch. Jetzt mal essen. Spitzenklasse. Wirklich toll, könnt ihr mir glauben. Die genaue Zutatenliste bekommt ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es euch unter Dateien runterladen. Die Adresse blende ich euch am Ende vom Video ein, wird aber auch in der Infobox verlinkt. Ich freue mich über jeden Kommentar, antworte auf alles, versprochen. Abonniert mich, liked mich, macht was ihr möchtet. Ich freue mich über alles. Vor allem freue ich mich, wenn ihr es mal nachmacht. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssi.